Servus Leute und willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2015. Ja, der Patrick ist heute mit dabei. Servus. Und der Max. Servus. So, der Dominik, der die letzten zwei Parts noch voicemäßig da war, probiert jetzt kurz einmal einen Router, neuer Start, Dingsbums, irgendwo scheiße. Verbinden hat er gesagt. Keine Ahnung. Es ist so. Ich weiß auch eins, manchmal ist sowas von kacke, ich kenn's ja selber auch, aber. Ja, wenn man anruft, geht's wieder nach der Zeit. Ja, nicht oben immer. Da sind wir so ein bisschen runter, ein bisschen rauf. Ja, das ist ganz toll. Das ist so nervig bei den manchen Herstellern. Da telefoniert, da schraubt er wieder irgendwelche Werte, den einen Wert hoch, den anderen runter, so wie du gerade gesagt hast. Und dann funktioniert's wieder vielleicht und vielleicht auch nicht. Und am nächsten Abend kannst du schon wieder Pech haben, dass wieder nicht funktioniert. Das ist. Find ich, ja, man zahlt eigentlich und bekommt's nicht. So. Ja, das ist einfach, weil die Leitungen so schlecht sind, weil die nicht ausgebaut werden. Halt, ich kann nur von mir reden. Ich habe beim Vereinslokal in Wien direkt in der Stadt bekommen wir von A1 maximal eine 8000er Leitung, weil nicht mehr zur Verfügung steht und das mitten in Wien. Halt, das ist jetzt nicht, dass wir sagen, ist es irgendwo am Land oder sowas. Nein, das ist mitten in der Stadt. Und da mehr bieten es nicht an. Und. Das ist halt ein bisschen traurig für einen blöd genommen Industriestaat, wie wir sind. Genauso in Deutschland, dass das so wenig, so gute Internetverbindungen gibt. Ländlicher Bereich wird komplett vernachlässigt. Richtig. Aber wenn sie mittlerweile VDSL ausbauen. Ja, geht. Aber es bringt dann nichts, wenn du nicht einmal XDSL reinbekommst. Sie können zwar VDSL anbieten, aber wenn es über die Leitung XDSL schon nicht funktioniert, funktioniert VDSL auch nicht. Weil es ist im Endeffekt. Bei mir in der Region sind 16K Maximum. Oder 18. Ja, das ist aber eh schon XDSL, oder? Normalerweise, ja. Ja, ich wohne auch noch relativ. Also Hauptverbindungsstraße, die haben sie erst neu gebaut, da haben sie neue Kabel reingelegt. Müssten sie eigentlich nur von der Telekom freischalten, weil ich glaube sogar, die haben Glasfaser reingelegt. Also, das ist ja das Lustige. Wir haben direkt hier so ein Telekom-Sender, also quasi so eine Station in dem Ort stehen. Das ist 300 Meter weg von mir. Und trotzdem hast du so eine schlechte Internetleitung, ne? Jo. Okay. Weil ich weiß noch, das ist zum Beispiel bei meinem Onkel, die haben vor 20 Jahren schon die Telekom, halt eins, vor der Haustür sozusagen, wo sie die Straße gemacht haben, haben sie Glasfaser gelegt bis zu den Masten, wo es nachher hinaufgeht und in die Häuser hinein. Das ist so ein kleines Dorf, wie groß ist das Dorf? 120 Häuser oder sowas. Und die haben halt da irgendwann einmal den Ausbau gemacht, weil sie sozusagen, und da haben sie auch in die Gasse sozusagen Glasfaser schon reingelegt. Nur das Problem ist, er kriegt maximal eine 4000er Leitung, weil das Verteilerzentrum einfach von seiner Stelle irgendwas 2 Kilometer entfernt ist. Und er nicht und der nicht mehr einfach reinbekommt. Da kann er machen, was er will. 2 Kilometer gehen aber eigentlich noch, also. Ja, ich weiß nicht, wie weit es genau ist. Aber viel mehr ist es nicht. Und das ist so schlimm, die könnten mit auf die Glasfasern, wenn sie direkt gehen würden und nicht über die scheiß Telekom nachher mit irgendeinen depperten, weiß nicht, XDSL oder sonst was drüber fahren, sondern direkt mit FTTI, halt mit Glasfaserverbindung. Könntest du, weiß nicht, gerade wenn ich das, mein Onkel hat das Haus renoviert vor 5-6 Jahren so ungefähr, ist das jetzt her, halt komplett Fassade neu gemacht, dann haben wir auch Elektroleitung neu reingelegt, sozusagen die Hauptleitung und so weiter und so fort. Wenn man da damals in die Straße einfach gleich eine Glasfaser mit in die Wohnung ins Haus reinzogen hätten und dort sozusagen in dem Verteilerkasten direkt mit FTTI draufgehen hätten dürfen, dann hätte der Glasfaser-Internet da. Nur musst du halt von der Technik runtergehen, was was Telekom benutzt mit dem scheiß DSL. Weil das DSL haut da einfach die Geschwindigkeit zusammen. Den Speed. Und das wollen sie nicht verstehen. Weil jeder Kabelbetreiber benutzt nachher, weiß nicht, irgendwas anderes. Weil da gibt es verschiedenste Kabelmethoden zum Betreiben. Und dann gibt es noch, direkt Glasfaser. Und über Glasfaser bringst du so viel drüber, dass du halt 10 Gigabit über eine alte Glasfaser ist so überhaupt kein Problem. Du musst es nachher nur vom Verteilerzentrum dort wegbekommen. Ja.
Und du könntest das zum Beispiel, weiß nicht, wenn sie wirklich nur eine Glasfaser reingelegt haben da vor der Straße, was ich aber nicht glaube, da vor 20 Jahren, sondern die haben ja meistens sich ein gebündeltes Kabel reingelegt, weil da sind mindestens, weiß nicht, 50, 60, 100 Fasern drinnen. Wenn da jedes Haus einfach ihre depperte Leitung bekommen würde, oder und wenn's, auch wenn es weniger wären, dann kannst du Häuser zusammenschließen, musst du es halt mit verschiedenen Modulationsverfahren drüber laufen lassen, aber dann kannst du auch über eine Glasfaser einfach 5 Häuser, wenn du über eine Glasfaser 10 Gigabit drüber bringst oder 1 Gigabit, weil 1 Gigabit bringst du auf eine Distanz von 50 Kilometer normalerweise bis 100 Kilometer leicht drüber, ohne Probleme, brauche ich nicht einmal, da kann die Glasfaser wirklich in schlechter Qualität sein und so weiter. Hast trotzdem noch Wahnsinnsleitungen, da hast 100 Mbit Leitungen, wenn du 10 Häuser draufhängst auf eine Glasfaser. Und ich verstehe nicht, warum das nicht aufgeschlossen wird. Weil es einfach zu wenig Interesse gibt. Ja, das denke ich auch. Ich habe jetzt bei uns, halt, wo wir unser Haus haben, habe ich mit dem Ortsvorsteher und so weiter geredet, wie es ausschaut mit dem Ausbau, was jetzt sozusagen geplant ist. Sagen sie, ja, von der Gemeinde aus gar nichts. Weil es zu wenig Interesse besteht. Jetzt habe ich mir schon überlegt, weil es gibt eine Glasfaserinitiative in Österreich, da musst du 50 Parteien haben. Und dann wird geschaut, wie das realisierbar ist. Die Tarife sind nicht einmal so teuer. Und ich überlege jetzt da schon, halt, ich muss mir das jetzt noch einmal ausrechnen und kalkulieren ganz genau, dass ich sozusagen Internet anbiete in unserer Ortschaft wird. Was gehört auf das Feld drauf? Raps hast du gesagt, oder? Ja. Weil das wäre zwar ziemlich heftig, dass ich Internetanbieter werde, aber möglich ist alles. Ja. Halt ich das dann im Endeffekt bereitstellen. Man muss das nachher noch schauen, wie es dann mit der Verkabelung ausschaut und bla bla. Weil Fiber to the Home ist halt nachher ein bisschen vom Preis her heftig. Gerade in einer Ortschaft, wo du, ja, weiß nicht, ein bisschen blöd von der Verkabelung her hättest, weil du keine Leerrohre oder sowas verlegt hast. Ah, da habe ich schon die Idee, da muss ich jetzt mal schauen, ob das funktioniert oder ob das genehmigt werden würde. Du hast ja, ich weiß nicht, kennst du, bei WC-Anlagen hast du ja sozusagen die Klostrangentlüftung, ich weiß nicht, die gibt es in Deutschland ja auch. Dass du sozusagen aufs Dach hinauf bis so einen. Und du könntest ja im Endeffekt, dass die Rohre sind ja bei der Abwasserrohre, die sind ja nie voll. Die können ja gar nicht voll sein. Halt 100%. Also wenn es verstopft ist, ja, ist klar. Du könntest natürlich jetzt da rein in das Abwasserrohr, auf der Oberseite, brauchst du sie nur hinpicken lassen, aber da gibt es eh so Rohrroboter, die das machen können. Pickst du oben Glasfasern rauf. Und dann gehst du in jedes Haus hinein, direkt. Und oben bei der Klostrangentlüftung lässt du die Glasfaser nachher rausgehen und im Haus nachher mit WLAN. Mich nicht interessieren, ob das genehmigt werden wird. Weil es wäre die einfachste und günstigste Verkabelmethode. Weil du brauchst nichts aufreißen. Jedes Haus ist mit dem Abwassersystem verbunden. Glaube ich halt. Kann ich mir vorstellen, dass das funktionieren würde. Aber das ist halt so, da brauchst du Kapital, dass du sowas einfach in die Wege leiten kannst. Da müsste ich YouTube Milliarden machen, dann mache ich das. Dann ist mir das wurscht. Ja, da könntest du wirklich in jedes Haus und Uhr einfach hinein. Weil das Abwasserrohr kannst du ja, hast eh überall die Schächte auf der Straße, beziehungsweise legst du einmal die Hauptleitung zu der Kläranlage hin, wo alle Rohre hinmünden, und von der Kläranlage gehst du direkt nachher in die einzelnen Häuser rein. So, ich werde jetzt mal auf den T8 ganz kleine Sämaschine machen. Wieso nimmst du nicht einen kleinen Traktor? Nimm den T6. Welchen? Er steht am Kuhhof. Du kannst ein Haus da drauf ist eh wurscht. Ja, ich komme eh nicht hin. Ich muss erstmal jetzt die 8 waschen. Weil ich komme eh nicht unten. Du kommst nicht runter rein, glaube ich. Ja. Ja, oder du nimmst den Steier oder so irgendwas. Ja, ich guck mal. Ach so, weil das Depper der große Feld dort unten noch ist. Ja. Naja, ist eigentlich egal, welchen Traktor du da hast. Ja, oder wir kuppeln halt noch um, weil es ist schon ein bisschen heftig aus. Nee, ich habe jetzt T8 gewaschen, ich stehe mit den anderen.
Okay. Was nimmst du denn? Macht ihr Forst auch auf dem Let's Play, oder? Naja, geplant ist es zum Abschluss auf jeden Fall. Nachher den Forst dort unten bei Fell beim Kuhhof, halt neben Fell 40, den sozusagen als Kahlschlagmethode abzuernten. Weil wenn wir jetzt Forst machen, sind wir innerhalb von Sekunden steinreich. Ja. Halt, da ist ein Anhänger, sind dann, weiß nicht, 50, 60.000, glaube ich, oder sowas, oder noch mehr. Voll übertrieben, finde ich. Ja, yep. Und ich habe vergessen, wo ich vorher runtergefahren bin, das wollte ich eigentlich machen, die Seemaschine aufzufüllen. Ja, das ist extra, halt, die Forsttechnik ist zwar alles gut und schön, aber, pfft. Erstens einmal bekommst du viel zu viel raus dabei. Und... ja, weiß ich nicht. Es backt ziemlich herum. Ups, ja. Zu weit gefahren. Bingen wir da ab. Die Wiese noch schnell. Ah, wenn der Bart kommt, der ist eh schon heraus, und das kann ich jetzt eigentlich eh schon sagen auch. Ich bin ja beim Manikus beim Landgut Altenhof als Gast kurz dabei gewesen. Und da mache ich, weiß nicht, zwei Barts lang Forst. Weil Kram bedienen, da sieht man wieder ein bisschen was im Forst. Es war anstrengend, ich habe es nur mit der Maus gemacht, weil ich es mir noch nicht eingestellt habe auf dem Controller, aber es ist schon anstrengend, weil das Problem ist, die Bäume backen in der Zange so richtig herum. Checkies kannst du überhaupt nicht machen, unmöglich, das geht gar nicht. Du musst halt immer schauen, dass du ziemlich in der Mitte greifst gleich, und da hat er so Geschichten. So. Ja, vor dem Update, also vor dem Patch, war ja das komplett unmöglich. Im Multiplayer ist ja, bis zum Beispiel jetzt vom Feld 40, vom Wald zum Sägewerk raufgefahren mit dem Lastwagen, komplett voll. Die Bäume sind circa am Anfang noch gewesen und du warst schon oben und die Bäume sind einfach runter in der Luft gestanden und nach einer Minute oder so waren sie dann oben und da hast du nur das Geld halt. Okay. Weiß nicht. Eben es war einfach voll verpackt. War das nur im Multiplayer oder war es im Singleplayer? Ja, also ich spiele ja fast nur Multiplayer. Okay. Weil was ich weiß, im Singleplayer ist ja gegangen, halbwegs. Das Einzige, was nicht gegangen ist, ist der dumme Hacker gewesen, aber ja, der war mir eh klar. Weil der hat ja die Bäume rausgeschossen, wenn du es ihm reingesteckt hast vorne. Ah, das tut er jetzt auch noch immer, der ist noch immer ziemlich am Herumpacken. Ah, ja. Ja, der Forst ist, ich muss ehrlich sagen, es ist halt ein Landwirtschaftssimulator und wo ich da jetzt den Forst habe, Geschmackssache, ob man braucht oder nicht. Es ist halt, ja, gut und schön, aber wenn solange ein Fehler hat, bringt der ganze Forst nichts. Und ich glaube nicht, dass so bald wieder ein Patch kommen wird. Ich verfolge zwar zurzeit nicht das Forum, weil ich keine Zeit dafür habe einfach. Und ob irgendwo schon gearbeitet wird am Patch, weiß ich jetzt gerade gar nichts drüber. Aber ich glaube fast nicht. Halt. Letztes Mal war es so beim 13 oder so, du hast dann einen Patch gehabt, den nachher im Jänner, und dann hat es den nächsten gegeben erst, wo sie den Dedicated Server reingehauen haben, ja, im Sommer. War im Endeffekt auch kurz vom Titanium Addon. Ja. Aber das Titanium Addon müsste dann auch dieses, also sozusagen das große DLC müsste dann auch dieses Jahr noch kommen, oder? Im Herbst. Oder ist das immer ein Jahr drauf gekommen? Nein, das war ja gleich im nächsten Jahr, glaube ich, immer. Hier kommt auch Raps drauf, gut. Ja, ich bin gleich bei dir. Ja, ist nicht mehr so viel. Hälfte vom Feld habe ich schon. Sowieso gespannt, ob ich weiß, was wird hier. Was hast du? Die 10 Tier 8, oder? Ja. Ach so, blöd, was hast du denn noch? Oh. Ja, ich fahre mit GPS, das geht, halbwegs. Okay, ja, da ist kein Problem. Da fährst halt ein bisschen Hundegang. Ja. Schongang. Nein, wir machen schon Forst, weil das will ich einfach hier zeigen. Ich will ja in dem Let's Play sozusagen zeigen, was alles möglich ist. Mal schauen, wie viel Barts wir zusammenbekommen. 100 ja, haben wir jetzt schon. Ich schätze, mit 200 müssten wir ziemlich alles gezeigt haben. Schätze ich mal. Ja. Wow, geht's da auch mal steil am Ende. Und... dann schauen wir mal, ob eine gescheite Map draußen ist, dass wir ein Wheel-Projekt anfangen können. Weil das ist zurzeit einfach, ja, gescheite Maps ist halt Mangelware.
Und wieder auf der Holzhausen habe ich auch keinen Bock, halt. Das interessiert mich nicht. Na, wir spielen jetzt mit den Freunden auf Two Rivers, ich finde. Ja. Ja, ist auch schon tot im Endeffekt die Map. Ich habe schon so viele Stunden drauf gespielt, so viele Folgen, ich habe so viel privat drauf gespielt. Schön und gut, dass sie rausgekommen ist, aber ja, es ist halt die Two Rivers. Und mir hat den Remake-Variante, die halt die, wie heißt sie, nicht HD oder wie heißt sie, die genannt? Die verbesserte, die. Director's Cut. Director's Cut, genau, keine Ahnung warum. Director's Cut, halt komplett idiotischer Name, das finde ich zwar dafür. Finde ich nicht so schön wie die alte. Halt, mir die Originale besser gefallen, so. Und unsere umgebaute hat mir noch mehr gefallen, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber wir sind's für heute schon wieder. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt wieder einen dritten, beziehungsweise vielleicht vierten Mann dazu. Und vielleicht sogar noch einen mehr. Ja, einen dritten haben wir ja schon, halt einen vierten oder einen fünften Mann vielleicht dazu. Ja, wir haben beide. Aber mal schauen, wie. Ja, wann die nächste Anmoderation ist. Bis dann, tschüss. Ja.